Okay, wie du willst. Was ist das? Eine Erklärung. Aber du musst mir eins versprechen. Sieh erst nach, wenn du den Schlüssel zur Stadt hast. Ja? Emmett! Versprich es mir. Emmett, wo bist du, mein Sohn? Ich bin gleich da, Dad. Schlüssel zur Stadt? Das verstehe ich nicht. Das kannst du auch nicht. Noch lange nicht. Es würde irreparablen Schaden irgendwo anrichten. Versprich es mir einfach. Okay, ich verspreche es. Warte, ich werde dich noch wiedersehen, oder? Das garantiere ich. Emmett! Es hat funktioniert. Also warst du derselbe, Marty. Witzig, wie einem das Gedächtnis Streiche spielen kann. Aber irgendwie hatte ich dich viel größer in Erinnerung. Wie war die Zeremonie? Lang. Du hast eine sehr theatralische Art, Nachrichten zu senden. Das habe ich nur getan, um ihre Zeitachse nicht zu verändern. Sehr clever, aber was machst du im Jahr 1931? Ich bin gekommen, um sie zu retten. Mein jüngeres Ich? Nein, ihr Ich. Aber dann wurde ihr jüngeres Ich darin verwickelt, also sie waren im Gefängnis. Kein Problem, es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Lass uns einfach zurück ins Jahr 1986. Außer wenn deine Anwesenheit weitere Zeitanomalien ausgelöst hat. Ich? Niemals, nein. Nun, ich bin immer noch etwas verwirrt wegen... Wo ist er? Wo ist dieser Nichtsnutz von einem Sohn? Er hat den Namen McFly nicht verdient. Hast du meinen Artie gesehen? Artie McFly? Genau den. Ich habe einen Anruf von Melvin aus dem Stadtarchiv erhalten. Er meint, dass der Idiot sich mit einem kanadischen Flittchen zusammengetan hat und verschwunden ist. Unglaublich, oder? Zusammengetan? Geheiratet. Ich schwöre, der Junge bringt seinen Vater noch frühzeitig ins Grab. Also so hat sie ihren Job zurückbekommen. Ugh, er hat die falsche Großmutter geheiratet. Also, Trixie ist nicht meine Großmutter. Und wenn sie nicht meine Großmutter ist, dann bin ich nicht ich. Moment, das war Urgroßvater Willy. Ich habe ihn als Baby gesehen. Er hat mich angepinkelt. Heiliger Strohsack Doc, ich werde wieder verschwinden. Beruhige dich, Marty. Du siehst ziemlich stabil aus. Was auch immer das Problem sein sollte, ich bin mir sicher, dass du es mit Hilfe... Na toll. Wie zum Teufel ist die hierher zurückgekommen? Sie? Du. Du bist nicht Edna. Was geht hier vor? Ist das eine Intrige, um mich ins Irrenhaus zu schaffen? Nein, es ist ganz einfach, Danny. Oh, da bin ich mir sicher. Sag mal, habe ich oder habe ich nicht gerade Edna Strickland in diesem Auto verjagt? Nicht genau dieses Auto, aber ein Auto wie dieses. Ein Auto mit der verrückten Angewohnheit, sich in Luft aufzulösen? Nun, warte, Edna Strickland ist gerade mit dem DeLorean verschwunden? Wenn das Ding so heißt... Es machte viel Lärm und dann, bumm, verschwunden. Großer Gott! Marty, hast du vielleicht eine Ahnung, zu welchem Datum sie gesprungen sein könnte? Nicht die leiseste, Doc. Die Zeitleitungen des DeLorean sind völlig aus dem Gleichgewicht. Sie kann zu jedem Datum gesprungen sein. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hoffen wir einfach, dass sie in die Zukunft gesprungen ist. In die ferne Zukunft. Sollte sie in die Vergangenheit gesprungen sein? Du denkst, sie könnte die Zeit gerade durcheinander bringen? Moment mal, das ist Edna. Natürlich würde sie die Zeit gerade durcheinander bringen. Kann mir vielleicht jemand sagen, was zum Teufel hier...
Oh oh. Doc? Haben wir Hill Valley gerade verlassen? Nein, ich glaube, Hill Valley hat uns gerade verlassen. Wie? Etwas muss damit geschehen sein. Vor langer Zeit. Sieh an, Sie sehen aus, als hätten Sie sich verirrt. Hey, was zum Geier ist das? Oh, das ist nur ein Testfahrzeug. Beachten Sie es gar nicht. Hm, vielleicht können Sie uns helfen. Wir sind auf der Suche nach Hill Valley. Nach wem? Bill Valley? Wird der gesucht? Nein, Hill Valley. Eine Stadt namens Hill Valley. Also ich habe vielleicht mal gehört, dass hier vor langer Zeit eine Stadt war. Aber ich weiß nicht viel darüber. Wie ich vermutet habe. Seit wann gibt es Hill Valley nicht mehr? Oh Mann, ich weiß nicht. Das war alles vor meiner Geburt. Dann muss es also vor mehr als 45 Jahren geschehen sein. Niemand möchte heutzutage mehr hier wohnen. Mein Vater wollte vor einigen Jahren hier eine Farm kaufen, aber er wurde von Scary Mary verjagt. Scary Mary? So nennen wir sie alle. Sie wohnt ein paar Meilen von hier entfernt. Ich fahre einmal im Monat vorbei. Sie ist verrückt nach Nachrichten, sammelt alle Zeitungen aus der Gegend und wirft nie eine weg. Warten Sie. Wenn jemand weiß, was mit Hill Valley geschehen ist, dann Sie. Können Sie uns den Weg zeigen? Wir müssen unbedingt mit ihr sprechen. Tut mir leid, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie will nicht mit Ihnen sprechen. Ich glaube, mit mir wird sie sprechen. Ich kann gut mit Frauen umgehen. Die Sache ist die, Mary ist steinalt, aber sie ist auch etwas seltsam, wenn Sie wissen, was ich meine. Sie mag keine Fremden. Wir kommen schon mit ihr zurecht. Wir sind ganz höflich. Bitte, wir müssen Sie sprechen. Okay, wenn Sie unbedingt wollen. Biegen Sie an der Brücke rechts ab und folgen Sie dann den Reifenspuren bis zum Ende. Sie müssen die letzte Viertelmeile laufen. Viel Glück und sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Ich glaube, ich werde es bereuen, Sie darauf geschickt zu haben. Kann ich fahren? Mary Pickford. Doc, es ist ein... Psst! Sieh doch! Psst! Sieh doch! Psst! Sieh doch! Psst! Weg von der Hütte! Entschuldigen Sie die Störung, Madam. Könnten Sie uns vielleicht sagen... Ich spreche nicht mit Rabauken! Nicht besonders freundlich. Doc, das war Edna. Edna Strickland? Unmöglich! So war sie, als ich sie zum ersten Mal getroffen habe. Ich musste... Überlassen Sie das mir. Okay, wenn du meinst, du weißt, was du tust. Denk daran, wir müssen erfahren, was mit Hill Valley geschah. Und genauso wichtig ist, wann genau es geschehen ist.
Hallo, Mistress. Wer sind Sie? Michael Corleone. So ein alberner Name. Ich spreche nie mit Fremden, die alberne Namen haben. Aber wir sind keine Fremden. Woher kenne ich Sie? Ich habe Ihnen das Leben gerettet, vor langer Zeit. Erinnern Sie sich? Kit Tennant hatte Sie gefesselt. Hör zu, junger Mann. Ich bin eine umgängliche Frau. Aber ich befolge einige Regeln. Und Regel Nummer 1 lautet, ich spreche niemals über die Vergangenheit oder über die Zukunft. Ich spreche nur über das Heute. Ich glaube, das lief nicht so gut. Natürlich spricht sie nicht über die Vergangenheit, denn in ihrer Vergangenheit gibt es etwas, das sie vergessen möchte. Aber das bekommen wir schon aus ihr heraus. Na los, klopf noch einmal an die Tür. Ich bin's nochmal. Ihr alter Freund. Woher kenne ich Sie? Wir haben einen Tag zusammen verbracht. Haben wir? Wo? Auf der Expo. Das ist verrückt. Ich war die ganze Zeit hier seit... Welcher Tag ist heute? Dienstag, der 13. Oktober, 1931. Der 13. Oktober, 1931. 13. Oktober? Irgendwas ist mit diesem Datum. Also, was willst du hier? Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Was ist es? Lass mich sehen. Hier ist jemand für Sie. Jemand? Was? Wer ist es denn? Sehen Sie genau hin. Erzählen Sie mir nicht, Sie erkennen Ihren eigenen Freund nicht. Mein Freund? Ja, er ist ganz erwachsen. Komm mal etwas näher. Marty, was soll ich bitte? Vertrauen Sie mir, Doc. Spielen Sie einfach mit. Kann das sein? Emmett? Ja, Edna. Ich bin's. Ist es. Es ist der 13. Oktober 1931. Oh, du bist Emmett. Emmett. Wie konnte mir das passieren? Habe ich etwa geträumt oder... Bleib, wo du bist. Ein klassischer Fall von verdrängter Erinnerung. Ist der mentale Damm erst einmal gebrochen, befindet sich die Person plötzlich inmitten der Szenen, die sie vergessen will. Schatz, du bist zurück. Natürlich, ich wusste es. Ein intelligenter Junge wie du würde nicht wegen eines dummen Streits seine wahre Liebe aufgeben. Ich habe den kleinen Zoff von letzter Nacht schon vergessen. Du doch bestimmt auch. Natürlich habe ich. Natürlich habe ich was? Honigauge. Honigauge. Du bist so süß. Aber du gibst dich immer noch mit diesem Smirnoff ab. Lass das. Er hat einen schlechten Einfluss. Und du musst aufhören, an diesem gefährlichen, elektrokinetischen Dings da zu arbeiten. Okay. Wahrscheinlich bist du sauer auf mich, weil ich Detective Parker gezwungen habe, deinen Stand zu schließen. Bitte für dich, ich weiß, aber ich musste es tun. Und Parker hatte keine Wahl, als auf mich zu hören. Er weiß, dass meine Meinung in Hill Valley viel zählt. Und er würde niemals... Parker würde niemals... Was ist los? Ich weiß nicht. Etwas mit Detective Parker.
Etwas, das mir am 13. Oktober passiert ist. Was war das nur? Kannst du ihr auf die Sprünge helfen? Wenn wir ihren Geist in der Vergangenheit halten können, erfahren wir vielleicht die ganze Geschichte über die vorzeitige Zerstörung von Hill Valley. Der Hut steht ihr nicht so gut. Ein altes Saloon-Schild. Toll. Nur schade, dass es verkohlt ist. Wirklich schlimm, ihn so zu sehen. Ich würde sagen, der Mob wird nicht oft verwendet. Mal eine andere Lokalität. Sehr gut. Ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Nein! Stell das ab, du Trottel! Wenn Parker das hört, wird er... Officer, ich kann das erklären. Es war ein Trick. Ich wurde reingelegt. Oh, er ist hinter mir her! In diesem aufgemotzten Zukunftsauto kriegt er mich nie. Verflucht! Ich darf ihn nicht verlieren. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Dann lasst uns mal sehen, was dieses Baby kann. Und da kommt es! Ja? Da kommt was? Ich weiß nicht. Jetzt sollte irgendetwas Unerwartetes passieren. Aber ich weiß nicht was. Wenn ich's mir überlege... Wie kann ich etwas Unerwartetes erwarten? Was geht hier vor? Schnell, Marty! Wir müssen sie dazu bringen, mehr von der Geschichte zu erzählen, bevor sie aus der Trance erwacht! Da sind sie! Die Lichter! Ich werde transportiert! Wohin? Zurück! Zurück in die Vergangenheit! Was siehst du? Hill Valley! Aber es sieht anders aus. Ganz klein und primitiv. Meine Güte! Kann das sein? Ja! Was ja? Großvater! Er ist es! Marshall James Strickland kam 1869 nach Hill Valley, erschossen von... Ja, Doc, wir haben ihn 1885 getroffen. Erinnern Sie sich? Nein! Ich muss mich irren. Großvater sah anders aus. Dieser Mann ist ein Betrüger. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es ein Mann ist. Das ist alles sehr verwirrend. Wo bin ich? Warum denke ich an die Vergangenheit? Runter von meinem Rasen, ihr Gauner! Wir müssen Marshall Strickland irgendwie zurückbringen, schnell. Wir müssen diese Story auf die Spitze treiben. Ach, Großvater.
Du siehst gut aus. Alles sieht gut aus. Wie sieht alles aus? Erzähl es mir. Ein bisschen rustikal sicherlich, aber all die Gebäude sind so solide gebaut und gepflegt. Und die jungen Menschen in Hill Valley sind so tugendhaft und ehrlich. Ganz anders als diese verkommenen Kandidaten aus dem 20. Jahrhundert. Und ich weiß auch warum. Warum? Sie sind noch nicht den Lastern des Alkohols und der Sünde verfallen. Sie sind noch ganz unschuldig. Ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen, hier zu leben. Aber wer ist das? Wer? Dieser große Rüpel, der da die Straße entlang stolziert. Mit einem höhnischen Grinsen auf den Lippen. Er ist neu in Hill Valley. Burgart. Burgart. Tennen. Ja. Gut geraten. Sieh ihn dir an. Fühlt sich auf, als wäre er der Größte und wirft mit Geld um sich. Mit gestohlenem Geld, zweifellos. Warum durchschauen die ihn nicht, diese miese Schwindler? Und jetzt wird mir auch sein Plan klar. Er hat ein Grundstück in der Stadt gekauft. Er will etwas bauen. Ein was? Ich weiß nicht. Es ist etwas, das mir nicht gefällt. Etwas Schlechtes. Ein Saloon? In Hill Valley? Das kann er nicht machen. Großvater, du darfst das nicht zulassen. Diese Schlange darf das Paradies nicht zerstören. Tja, wenn es sonst keiner sieht und ihn aufhält, dann muss ich das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Ich werde dafür sorgen, dass dieser sündige Laden niemals seine Türen öffnet. Ich weiß nicht, was ich tun werde. Aber ich werde etwas tun. Etwas Endgültiges. Haben Sie irgendetwas Bestimmtes erwartet? Ich auf jeden Fall nicht. Vielleicht hast du den Saloon zerstört. Sei doch nicht albern. Was da wohl kocht? Du machst das ganz falsch. So wird das niemals brennen. Zuerst brauchen wir etwas Kerosin. Großzügig auf der Baustelle verteilen. Nur kein falscher Geiz. Und nun? Seht her. Ist das nicht schön? Die Arbeit des Teufels vernichtet durch die Flammen der Rechtschaffenheit. Brenn, du dummes Ding! Brenn! Als wir zusammen waren, war sie nie so leidenschaftlich. Oh. Was ist los, Edna? Probleme mit dem Feuer? Dreh dich weg! Sieh nicht hin! Es bleibt nicht im Saloon, oder? Es breitet sich aus auf die anderen Gebäude in Hill Valley. Ich hatte edle Absichten. Das sollte nicht geschehen. Aber es ist geschehen. Und du hast es all die Jahre unterdrückt, weil du dir nicht eingestehen wolltest, dass... Edna eine gemeine Straftat beging. Hab ich zu dick aufgetragen? Hier steht es. Schwarz auf weiß. Aha. Hill Valley durch Brand zerstört. Das Feuer brach ca. 2 Uhr nachts aus. Am 17. Juli 1876. Natürlich bin ich nicht die wahre Kriminelle in dieser Geschichte. Oder? Mr. Sagan. Sie haben mich zu Fall gebracht. Sie und Smirnoff. Sie haben dafür gesorgt, dass ich ihr Höllengefährt stehle und Hill Valley niederbrenne. Und nun, Kraft der mir von Hill Valley übertragenen Entscheidungsgewalt, verurteile ich sie beide zu. Hey! Du, was hast du alles gehört? Genug für einen Monat Schlagzeilen im Haysville Herald. 2 Monate, wenn sie die da erschießen. Ich könnte ich auch erschießen, klar. Aber das wirst du nicht. Das wäre ja gegen das Gesetz. Und du brichst nie das Gesetz, richtig?
Schauen Sie, Sie sollten besser abhauen. Verbindlichsten Dank. Das ist Beauregard Tennants fast fertiger Saloon. Irgendwann in der nächsten Stunde wird Edna ihn anzünden und unbeabsichtigt ganz Hill Valley in Brand setzen. Ich frage mich, wo Edelorian ist. Den finden wir später. Jetzt müssen wir erst das Feuer stoppen. Ich gehe von hinten, du gehst von vorne rein. Verstanden. Edna, warte! Ich bin es doch nur! Mr. Sagan, was machen Sie denn hier? Genau das wollte ich Sie auch gerade fragen, Miss Pickford. Ist das nicht offensichtlich? Ich werde Ihrer Lasterhöhle jetzt ein Ende setzen. Das glaube ich nicht, Mary. Ich schieße ungern auf Frauen, aber niemand beraubt Borgard B. Tannen seiner Haupteinnahmequelle. Tannen, halt! Wenn Sie schießen, lässt sie die Fackel fallen und alles geht in Flammen auf! Edna, halt! Lässt du die Fackel fallen, erschießt er uns. Offenbar befinden wir uns in einer Sackgasse, Mr. Tannen. Es gibt wohl keinen Ausweg. Außer irgendjemand schafft es, euch beide gleichzeitig zu entwaffnen. Wie zur Hölle soll ich das denn hinkriegen?